Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Liebe Grüße aus Split. Ich bin hier noch in meinem Hotelzimmer, denn jetzt geht es gleich los nach Dubrovnik, also 3 Stunden Fahrt. Hier noch eine kurze Animation, damit ihr wisst, wo ich genau herumfahre. Ich starte, wie schon erwähnt, in Split, fahre auf die Autobahn auf und dann geht es immer weiter runter ans Ende von Kroatien bei glühender Hitze von ungefähr 35 Grad und ungefähr 3-4 Stunden Fahrzeit. Vorbei an Dubrovnik und in den Ort Mlini ist ein kleiner, schöner Ort, nicht allzu bekannt, ziemlich ruhig und trotzdem in der Nähe von Dubrovnik. Dort habe ich mir ein schönes Hotel genommen für 3 Tage ungefähr. Und noch eine kurze Zusammenfassung für die ganzen neuen Zuseher, damit ihr ungefähr wisst, was ich überhaupt vorhabe und was bis jetzt passiert ist. Mein Ziel war es, mit dem quasi schlechtesten Auto der Welt von meinem Wohnort Salzburg durch ganz Kroatien durchzufahren bis ans Ende und wieder zurück. Das sind ungefähr 1000 Kilometer in eine Richtung hin und zurück, also insgesamt 2000 Kilometer ungefähr. Das erste Ziel auf meiner Tour war dieser verlassene Flughafen in Kroatien. Dazu habe ich ein Video gemacht. Falls es euch interessiert, könnt ihr euch das gerne ansehen. Danach ging es nach Zadar, einer wundervollen Stadt. Leider war ich nur sehr, sehr kurz dort. Einen Tag drauf ging es dann nach Split. Ebenfalls eine wundervolle Stadt, kann ich nur empfehlen. Und in diesem Video fahre ich nach Dubrovnik. Das soll ja die allerschönste Stadt von Kroatien sein, laut Internet. Natürlich muss das jeder für sich bewerten, aber was auf jeden Fall stimmt, Dubrovnik hat die allermeisten Touristen im Jahr, ungefähr 1,5 Millionen auf 41.000 Einwohner. Also das ist schon wirklich sehr, sehr extrem. Draußen scheint wieder mal die Sonne. Es wird ein sehr, sehr heißer Tag. Hier im Hintergrund seht ihr den Jugo. Hier steht das kleine Ding. Ich bin hier in so einem Hotel. Nichts Besonderes, war jetzt nur für eine Nacht zum Übernachten. Von Split habe ich leider nicht viel gesehen. Soll ja eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Wie schon erwähnt, es geht nach Dubrovnik. Das liegt ja ganz unten im Süden von Kroatien. Dort habe ich mir jetzt für 3 Tage mal so ein kleines Hotel genommen, damit ich mal auch ein bisschen entspannen kann. Denn ich bin schon mittlerweile ziemlich müde, ja, dass immer dieses Herumfahren bei dieser Hitze, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, ohne Klima, ohne nichts. Es hat jeden Tag um die 33, 34 Grad. Aber gut, es ist ja auch ein Abenteuer, es macht Spaß mit dem Jugo herumzufahren. Man kommt sehr, sehr leicht ins Gespräch mit den ganzen Leuten. Jetzt geht's runter, auschecken und so weiter, Sachen packen. Und dann werde ich mich langsam auf den Weg machen nach Dubrovnik und dann bin ich eigentlich durch ganz Kroatien mit dem Jugo gefahren. Und dann wird es aber noch ein spezielles Video am Ende geben. Ja, ich muss ja das Ganze wieder zurückfahren, über 1000 Kilometer. Also das werde ich sicher nicht an einem Stück machen, sondern wahrscheinlich eine Nacht irgendwo übernachten, denn das ist einfach zu viel mit Stau und alles Möglichen. Ja, ich werde am Freitag zurückfahren, da ist sicher Stau überall. Jetzt geht's ab, Sachen packen und auf zum Jugo. Schauen wir mal, wie die Lage heute bei ihm ist, ja. Ob wieder irgendwas rausgelaufen ist an Flüssigkeiten oder so. Schaut mal her, Standort Split, wo ich mich gerade befinde. Heute soll es 34 Grad heiß werden. Und jetzt muss ich 3 Stunden nach Dubrovnik fahren. Boah, das wird was. Also das wird jetzt wirklich wieder sehr, sehr harte Arbeit, Leute. Wegen dem unterstützt mich, liked. Und wir machen jetzt endlich weiter. Hier ist der Parkplatz. Also, da seht ihr mal den Parkplatz, wie der aussieht. Also schon heftig hier die Schlaglöcher und so weiter. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Hier ist der. Alles noch dran, die Reifen sind aufgeblasen. Perfekt. So, Rucksack rein. So, 40 Grad drinnen. Perfekt. Perfekt zum Reisen, was? So. Schauen wir mal, was er heute sagt. Unser Kollege Jugo. Aha, schauen wir mal kurz die Flüssigkeit, ob er wieder irgendwas verloren hat unten. Sieht eigentlich gut aus, ne? Und dabei ist nichts zu sehen. Ich sehe jetzt eigentlich nichts. Das ist gut. Also heute ist er mal dicht. Das passt gut. Erstmal ein Schock.
Oh, die Hitze, Leute, die Hitze. Und er stand auch noch genau hier in der Sonne, ja. Weil 15 Euro wollte ich nicht zahlen für den Parkplatz, ja. 15 Euro für Frühstück zusätzlich, 15 Euro für Parkplatz, ja, dann kann ich mir gleich ein 4-Sterne-Hotel nehmen für eine Nacht. Hier seht ihr es nochmal, hier befinde ich mich momentan. Split, also schade, dass ich nur so wenig gesehen habe, denn Split ist so eine schöne Stadt. Und hier muss ich hin, Dubrovnik, sogar noch vorbei. Apart Hotel Platt, das habe ich jetzt so auf die Schnelle gefunden. 3 Stunden 13 Fahrt. Wow. Wer soll das aushalten? Die erste Dusche, hier seht das, sieht man das? Also der erste Schweißausbruch ist schon da. Herrlich. Joke ganz raus. So, und lieber Gott, hilf mir. Oi, gewaltig. Nur den Schlüssel berührt, habt ihr das gesehen? Machen wir hier wieder ein bisschen zurück. So dass er gerade noch läuft. Also die Leute, die sagen, der ist so extrem schlecht, der wird die ganze Zeit kaputt und so weiter. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was diese Leute mit diesem Fahrzeug machen. Bei mir, ich bin ja jetzt schon nach Slowenien gefahren im Winter, nach Budapest, jetzt durch ganz Kroatien, wahrscheinlich dann zurück auch, ohne jegliche Probleme. Also, dass das Auto ständig kaputt wird, von dem habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Sind hier Löcher, Junge, Junge, Junge. Ach du liebe Güte. Boah. Fitnessstudio für heute auch erledigt. Also an dem gehen die Autos kaputt, ja, an sowas, ey. Boah, Offroad Park, leck mich doch einmal. Seht euch das mal an, das ist über 30 cm tief. Also wenn man da drüber fährt, ich glaube, das war's. Kilometerstand seht ihr, 44.912. Und gestartet bin ich mit genau 44.060 oder sowas, 62. Also ich bin jetzt bald 900 Kilometer gefahren. Und die Leute glotzen. Aber lassen wir sie glotzen. Wir sind Touristen. Ich bin ein Tourist. Ich genieße die wunderschöne Landschaft. Schade, schau, auf dieser Burg, das wäre auch schön gewesen. Aber ja, leider. Es ist sich nicht ausgegangen. Boah, und hier sieht man nochmal Split. Boah, herrlich. Wieder die Karte ziehen für die Mautgebühr. Und dann sind wir eh schon wieder auf der Autobahn und dann geht es nur pfeilgerade vorbei. Also da Makarska und so weiter. Dann kommt Dubrovnik, wer ruft schon wieder? Hupen sie nicht mir. Boah, das wird jetzt aber teuer dann. Weil was habe ich bezahlt letztes Mal? 8,10 Euro von Zadar hierher. Das waren 100 Kilometer und jetzt muss ich 200 oder so fahren. Also es wird, es wird sehr teuer, glaube ich. Rett am Boot. Gute Fahrt, Leute. Gute Fahrt wünschen Sie mir. Was ist denn hier? Naja, steht hier. Dubrovnik, Makarska. Temperatur.
Überholmanöver ansetzen. Ich weiß nicht. Probieren wir es einfach mal. Gerade die 45.000 Kilometer erreicht. Also bald bin ich 1.000 Kilometer gefahren mit dem Jugo. Und es läuft. Es passt alles. Sieht auch geil aus. Hier könnte man ihn ordentlich beschleunigen. Ja, auf so 130 vielleicht, 140. Aber ich fahre natürlich vorsichtig und langsam. Gerade aus Sarajevo, Mostar. Ich glaube, der grüßt mich. Was ist mit dem los? Wieso? Es ist 80 und er fährt jetzt 60. Das Einzige, was mich bei dem Auto stört, man kann hier die Füße nicht ausstrecken. Man sitzt hier drin wie auf einer Kloschüssel. Das wird mittlerweile, also wenn man länger fährt, für die Knie ein bisschen anstrengend, aber sonst, oder generell die Sitze sind etwas irgendwie klein gebaut, aber so irgendwie. So, und dann, es geht's. Günstig ist der ganze Spaß wieder mal nicht. 7,30 Euro. Jetzt rechts, oder? Dubrovnik, Metković. Kommt keiner. Sind nur 99 Kilometer, aber fast 2 Stunden Fahrt. Weil es gibt nur solche Straßen wahrscheinlich, wo man so langsam dahin gurkt. Also solche Straßen sind perfekt für den Jugo, wirklich. So wo man 70, 80, 90 fährt. Hinter mir fährt echt einer mit dem Tesla aus Deutschland. Ich sehe jetzt nicht genau den Ort, aber aus Deutschland das Kennzeichen. Mit dem Tesla aus Deutschland nach Dubrovnik. Boah, wie viel Zeit braucht man da für das Laden und so weiter? Wie viel Reichweite hat so ein Auto? Ich kenne mich mit Elektrofahrzeugen überhaupt nicht aus. Aber da braucht man, glaube ich, auf jeden Fall viel Zeit, weil das Laden dauert ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde, wie lange dauert denn das? Könnt ihr mir ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob Elektroautos geeignet sind für solche sehr, sehr weiten Reisen. Schreibt mir mal einen Kommentar, was ihr meint. So eine Melone wäre aber echt nicht schlecht. Und frische Säfte, wow, ehrlich, ich weiß nicht, sollte ich mal stehen bleiben oder auch sowas? Und mir auch sowas kaufen? Schon geil. Deutschland. Also sehr, sehr viele Deutsche hier, wirklich. Ja, auch wieder Deutschland. Haha. Irgendwas, weiß ich nicht, welcher Ort das ist. Ja, aber sehr schön gemacht hier. Deutschland. Uha. Ich sage euch die Orte von den Deutschen. BG, Serbien, Belgrad, Ungarn, Ukraine,
bleibe jetzt hier stehen, kaufe mir hier irgendeinen Saft, denn mein Wasser, das kocht schon. Boah, das ist ein ordentlicher Bottich. Oh, herrlich. Es ist nicht billig, es kostet 5 Euro so ein Glas, aber gut, die nehmen die Touristen auseinander. Da seht ihr mal, diese Dinger kosten 5 Euro, alles frisch, selbst gemacht, ist schon geil. Jetzt wird es schon langsam immer schöner. Oh, und jetzt seht euch die Brücke an, wie riesig die ist. Da müssen wir jetzt drüber. Was steht oben, wie heiß ist es? 33,8, das ist eh nicht so schlimm eigentlich. Pelješki Most. Sehr schön neu gemacht, sieht schön neu aus. Über das Meer drüber, mit dem Jugo über das Meer drüber. Nicht mehr lange, noch 20 Kilometer und ich hab's geschafft. Dubrovnik. Boah, die Aussicht hier. Das Wasser so schön blau, wirklich. Unbedingt hierher. Das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Das ist wirklich ein Traum. Also ich bin jetzt hier unterwegs und die Aussicht wird schon langsam immer schöner und schöner. Boah! Hoffentlich sieht man das alles auf der Kamera genauso wie in echt. Ist das nicht eine schöne Aussicht? Boah! Und hier die Brücke, die ist auch, glaube ich, neu, oder war die schon immer? Ich habe es tatsächlich geschafft, also die 3 Stunden, die sind mir wie nichts vorgekommen. Ist sehr schnell vergangen. Es sind sehr, sehr viele aus Polen hier. Ich weiß nicht, was die hier machen. Hoffentlich stehlen sie nicht so viel in Maßen. Aber sonst ist es wirklich sehr schön. Also ihr könnt ja selber sehen, die Aussicht ist ja gigantisch. Also was Schöneres gibt es gar nicht. Schreibt mir mal unbedingt einen Kommentar, ob ihr schon mal hier wart. Und wo, welche Plätze würdet ihr mir so empfehlen? Doch, Planänderung, ich fahre jetzt zum Hotel. Denn es ist so heiß und die ganze Stadt ist voll. Man kann nirgendwo das Auto abstellen. Also hier geht sogar eine Seilbahn hoch. Wusste ich gar nicht. Auch vielleicht hochfahren, schauen wir mal. Ich muss mich mal erkundigen, wo die da hochfährt. Jetzt muss ich da gleich mal rechts abfahren. Und hier müsste gleich das Hotel sein. Ich bin schon wieder mal gespannt, was ich da gefunden habe. Ah, hier, ja, das ist das Hotel, glaube ich, oder? So heißt es. Boah, hier bin ich. Boah, was für ein Blick hier. Ein Traum. Ein deutscher GG. Wo ist das? Was ist denn das? Ein Engländer oder was? Ist aber nicht aus England hierher gefahren, mein Auto. Niederlande. Viele aus Bosnien.
Ja, hier ist es gar nicht so schlecht, Serbien. Also alles Mögliche vertreten hier. Ja, wo kann ich mein Auto abstellen? Hier steht er. Nun, ich habe schon bezahlt. Schlüssel habe ich auch schon bekommen. Und jetzt geht's zum Zimmer. Schauen wir mal, wie das aussieht. Rezeption, schön. Also es gibt mehrere Villen. Das ist so einzelne Häuser. Ich bin irgendwie ganz oben, hat er gesagt. Hier unten ist der Strand mit Swimmingpool. Also das ist echt schön hier. Das ist hier scheiße, wenn man ganz oben ist. Aber dafür habe ich die beste Aussicht, hat er gesagt. Schauen wir mal. Oder habe ich mir wieder irgendeinen Scheiß ausgesucht? Diana. Villa Diana. Ground Floor. 3, 4. 8 bin ich. Das müsste mein Reich sein. Ist aber gut. Groß. Das Bad, schön. Kann man jetzt... Oh, sehr, sehr groß, sogar 3 Betten oder was. Küche auch, perfekt. Kann ich aufkochen. Ja, das ist doch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Also extrem groß. Ja, es geht. Es geht. Also ich denke mal, es ist das Beste jetzt von diesen 3 Hotels, was ich gehabt habe. Ja. Das Zimmer ist soweit in Ordnung. Jetzt werde ich euch dann später mal so ein bisschen die Stadt zeigen, Dubrovnik und so weiter. Schauen wir mal, was es dort so gibt, herumspazieren. Und hier geht es dann runter eben, direkt zum Swimmingpool und zum Meer. Das Hotel ist echt super. Seht mal, wie riesengroß es ist. Also ich wusste nicht, dass das da auch noch zum Hotel gehört. Da drüben ist der das Frühstückshaus. Hier oben ist so ein Pool. Hier kann man direkt ans Meer, also ins Meer rein. Das ist echt praktisch hier, also direkt oben ist das Hotel, man geht runter und ist direkt am Meer. Also es ist ziemlich ideal hier alles. Besser geht's gar nicht. Hier kann man sogar noch klettern, wenn man will. Aber jetzt werde ich zum ersten Mal ins Meer reingehen und mir das mal ansehen, wie es so ist. Es gibt ja echt nichts Schöneres wie so ein Boot. Einfach herumfahren. Das Wasser ist ja wirklich wunderschön. Also besser geht's gar nicht. Extrem sauber. Hier ist auch wenig los. Also ich bin jetzt der Einzige. Oben sind viele, ja, da beim Swimmingpool. Endlich im Wasser, Leute. Mit einer Hand ist es zwar nicht so leicht zum Schwimmen, aber das Wasser ist echt wunderschön. Kann ich euch nur empfehlen. Hier seht ihr nochmal die riesengroße Anlage aus der Luft, wo ich 3 Tage verbracht habe. Man hat ein Restaurant, sogar einen Friseur, ein Fitnessstudio. Man hat wirklich alles, was man braucht. Der Supermarkt ist 5 Minuten von dieser Anlage entfernt. Am Abend gab es sogar immer Live-Musik. Der Preis war für die Zimmer absolut in Ordnung. Dubrovnik war ungefähr 10 Kilometer entfernt, war super leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen oder wie ich eben mit dem Auto.
Das hatte ich auch noch nie. Man fährt einfach hier rein und dann gibt man das Kennzeichen ein und dann wird, also wird irgendwie die Gebühr berechnet. Ich bin jetzt hier drin. Jetzt gehen wir in die Altstadt, aber jetzt muss ich schnell gehen, ja, weil hier kostet die Stunde 5 Euro und drüben noch näher, also wo die Altstadt ist, 10 Euro die Stunde. Die sind doch nicht ganz normal, oder? Also das ist ja pure Abzocke, aber was soll man tun? Wenn man Tourist ist, dann muss man es ja quasi fast machen, denn man findet hier nirgendwo einen Parkplatz. Es ist so schlimm. Hier ist ein super Parkplatz, nicht weit weg von der Altstadt, aber extrem teuer. Gut, eigentlich noch nicht mal so extrem teuer, also ihr seht es. Pro Stunde 4,50 Euro, ganzer Tag 36 Euro. Sehen wir uns ein bisschen die Altstadt an. Hier wurden ja hier wurden sehr, sehr viele Filme gedreht. Game of Thrones, kennt ihr den Film? So, hier geht's rein in die Altstadt. Sehen wir uns an, was es zu sehen gibt. Ob es sich auszahlt oder nicht. Hier befinde ich mich nun in der Altstadt von Dubrovnik. Die Stadt ist ja bekannt durch diese charakteristische Außenmauer, die im 16. Jahrhundert errichtet wurde. Es ist generell eine sehr, sehr schöne Stadt. Man kann sich sehr viel ansehen und unternehmen. Es gibt viele kleine Gassen, die durch Geschäfte und Restaurants belebt werden. Und was mir noch so Positives aufgefallen ist, es ist überall sehr, sehr sauber und ordentlich, wie wir es gewohnt sind. Die Stadt wird nicht umsonst als die Perle der Adria genannt. Und jetzt kommen wir zu den etwas negativen Sachen, die mir ins Auge gestochen sind. Es sind diese extrem hohen Preise, egal was es ist, ob es das Parken ist, der Eintritt, damit man auf der Außenmauer spazieren darf. Für Erwachsene kostet der Eintritt 35 Euro, für Kinder 15 Euro. Eine Kugel Eis kostet um die 4-5 Euro, ein Bier vom Fass fast 10 Euro. Also man sollte auf jeden Fall einen dicken Geldbeutel haben, wenn man dort länger bleiben möchte. Es ist auch ziemlich viel los, also wenn ihr alles halbwegs in Ruhe und ohne Drängeln ansehen wollt, solltet ihr so früh wie möglich in der Stadt sein. Mein neuer Plan, ich werde jetzt da hochgehen auf den Berg. Das dauert so um die 40 Minuten, ja, bis eine Stunde steht da. Da werde ich schnell hochlaufen und werde mir mal ansehen, wie so die Stadt von oben aussieht. Da müssen wir hoch, ihr könnt es ja sehen, hier zum Gipfelkreuz. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Hier führt der Weg hoch. Ist alles super markiert. Na, was sagt ihr? So sieht man doch alles noch viel besser. Ah, und hier ist die Altstadt. Hier ist die Altstadt. Und ich habe hier unten irgendwo geparkt. Das ist auch ein wunderschönes Hotel, was ihr da seht, aber extrem teuer. Und da hinten seht euch das da mal an. Boah, ist das nicht herrlich. Und hier auf diesen Mauern kann man gehen, das habe ich nicht gemacht, denn das kostet so extrem viel. Nee, danke. Aber gehen wir noch weiter rauf. Jetzt bin ich echt gleich mal oben. Hier kommt jetzt eine. Jetzt sehen wir das gleich mal perfekt. Die kommt von da unten, seht ihr das? Ah, hier ist ein schönes Gipfelkreuz. Und die fährt hier vorbei. Zack. Und hier oben ist schon die Station. Die Dinger werden fast überall angeboten hier. Die kann man sich ausleihen. Den hat man hier irgendwie versteckt, oder wie? Aha. Oder wird er ausgeschlachtet für Ersatzteile? Kann natürlich auch sein. Also die Dinger kann man ja hier wirklich fast überall ausleihen, diese Spielzeuge da. Machen ziemlich viel Spaß. Und hier führt eine Straße hoch mit dem Auto. Amerikaner, so viele Amerikaner, aber hier kann man, glaube ich, mit dem Auto hochfahren. Ich weiß nicht, ob das irgendwas kostet. Ich denke nicht. Aber ja, ich habe was für die Gesundheit gemacht. 1991, da war ja der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Also da sieht man nochmal alles, wann es gebaut wurde, 1806 bis 1812. Posvećena Napoleon, also das ist dem Napoleon gewidmet. Thank you.
Jetzt geht es wieder langsam den Berg runter. Oben war es ziemlich schön. Oben gibt es sogar ein Museum. Man kann schön essen gehen und so weiter. Extrem überteuert alles. Brauche ich euch nicht erzählen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Also hier könnt ihr sehr, sehr schöne Fotos machen oben, wenn ihr wollt. Ihr seht es ja selber, also man, wie schön das aussieht. Jetzt in der Nacht. Also am Tag sieht es wunderschön aus, in der Nacht sieht es wunderschön aus. Hier hinten diese ganzen Inseln und so weiter, boah, ein Traum, oder? Hier den schönen Sonnenuntergang genießen. Hier das mit der Maschine ist auch interessant. Einfach nur Kennzeichen eingeben, man bekommt nichts zurück und da muss man innerhalb von 10 Minuten raus, sonst muss man wieder zahlen. Und jetzt bin ich hier wieder bei meinem Jugo. Ist nicht angesprungen. So. Jetzt geht's wieder zurück zum Hotel. Ich muss jetzt Gas geben, sonst komme ich nicht mehr raus hier. Aber so hier der Parkplatz ist richtig schön, gleich neben der Stadt, aber leider nicht ganz billig. Aber was soll man tun? Einfach nur hinfahren, das Kennzeichen wird gescannt. Also das ist ja moderner wie bei uns, hey, Wahnsinn. Bei uns muss man ja noch die Tickets reinstecken. Ja, ja, hier sieht man es, SL271MS und raus geht's. Ist hier ein Stau, was ist denn hier los schon wieder? Also, irgendwas ist da passiert, glaube ich. Es ist so geil mit dem Jugo fahren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind nun am Ende angekommen vom Video. Ich esse hier noch eine Kleinigkeit. Wie hat euch das Video gefallen? Hinterlasst mir unbedingt einen Kommentar. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit, das Video zu machen. Wegen dem würde ich mich über einen Like nach oben freuen, über einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Ja, das nächste Video wird auch bald kommen, in ein paar Tagen, wie ich von Dubrovnik zurück nach Österreich fahre. Das wird ja auch eine mega Strecke, über 1000 Kilometer. Da werde ich aber irgendwo übernachten, wahrscheinlich bei der Hälfte. Irgendwo in Zadar oder, ja, mal schauen, wie es sich am besten ausgeht. Und ja, Leute, dann sehen wir uns bis zum nächsten Video und ciao. Servus, Meister!